Muss mal wissen. Gerade ein Ort erreicht, ich weiß nicht, ob es so cool ist. Wie heißt der Ort, Vicky? Lipová. Und da ist zum Beispiel dieser Brunnen, dieser ikonische Brunnen von DayZ. Und ich habe jetzt auch ein bisschen mit der Drohne was gefilmt. Aber hier diese große Scheune, die kennt ihr vielleicht aus DayZ. Wer es nicht kennt, es ist so eine uralte große Scheune, die ist ziemlich rostig. Und die steht hier einfach unbenutzt rum. Sieht man natürlich noch ein bisschen besser mit der Drohne. Wie gesagt, ich hoffe, die Aufnahme ist okay, weil es hat geregnet. Und da waren so ganz zwei, drei kleine Tröpfchen drauf. Das reicht schon, dass man nicht mehr viel sieht. Wir waren ja gestern an diesen Steinen, an diesen Tiskistene. Ich wollte eigentlich mit der Drohne heute noch ein bisschen filmen und dann sagte Vicky eben, wir haben nachgeschaut, das ist halt echt ein Naturschutzgebiet und das ist halt No-Go. Da könnten irgendwelche bedrohten Arten nisten, irgendwelche Vögel, weißt du, die fühlen sich dadurch gestört und schmeißen dann ihre Jungen aus dem Nest vor lauter Angst. Deswegen ganz gut, dass das nicht geklappt hat. Jetzt hier, Vicky? Südlich von Aussig. Und südlich von Aussig ist eine Burg. Okay. Streckhof oder so. Hey. So gefährlich hier. Nicht schon wieder Treppen die ganze Zeit. Das Wetter wird leider nicht besser. Also, es wird immer schlechter sogar. Wir wollten noch so viele Stationen abfahren. Du hast irgendwie noch über 20 Sachen auf der Karte. Ja, ja. Aufgrund dessen, dass wir uns heute so ein bisschen verplempert haben bei dem Plateau da. Sag nicht verplempert für schöne Zeit. Ja, wir hatten eine schöne Zeit. Ich habe ganz schöne Fotos von Vicky gemacht in der Natur. Nackt. Nicht nackt. So sexy. Sexy Pics. Die darfst du aber nie nackt. Oh, hoch hier, ne? So, ganz schön Treppen steigen. Und die sind alle unterschiedlich hoch. Ich stell mir vor, hier war früher eine Belagerung. Die mussten hier mit voller Montur schnell hochrennen. Ein Aufstieg wird dann durch sowas hier entlohnt. Ich bin ein bisschen hier hoch, so im schnellen Gang und versucht hat nicht zu wackeln und.
was haben die da? Holzlichtschalter. Finde ich cool. Rotes Gesicht, ne? Also wirklich. Ich habe so ein bisschen Sonnenbrand bekommen, glaube ich. Also ich habe ein ganz rotes Gesicht. Aber ich gehe mal kurz zur Vicky ins Zimmer. Wir machen eine kleine Vicky-Room-Tour. Guck mal, wie glücklich er ist. Alter, freut sich jemand. Das ist Vickys Betten. Vickys Fernseher. Und Vicky. Wie bist du glücklich? Warum gegen das? Kopf runter, mal Kopf ein bisschen vor. Alter, deine Platte oben. Du hast hier voll die Ader. Was ist los? Wäre ich zum Hulk? Das ist nicht so gut, das ist Bluthochdruck. Das ist Vickys Toilette. Ja, die steht ein bisschen frei. Nein, es ist kein Schimmel, aber es ist ein bisschen schlecht verfugt. Mein Zimmer ist das hier. Im Prinzip dasselbe Zimmer. Nö. Ja, schön, Betten. Und jetzt kommt das Schöne. Achtung. Ich habe eine Dusche. Erstmal mit oben Regenwasserausfluss sozusagen. Also eine Regenwasserdusche. Und dann habe ich noch diese Düsen an den Seiten. Was ich ein bisschen eklig finde. Also ich sitze mich da nicht drauf auf den Sitz. Aber es ist günstig. Kosten 30er das Zimmer. Ja, mit Frühstück. Und das Frühstück soll großartig sein. Ja, wir gehen jetzt noch lecker was essen. Und dann werden wir noch ein bisschen Sightseeing machen. Ich vergesse den Namen immer. Nein, das ist natürlich kein Platz. Das ist übrigens der Hotelparkplatz. Pass mal auf. Und hier ist natürlich kein Platz, weil... Bonzenautos. Ja, ist schon cool. Also Vicky meinte, da sind in den anderen Hotelzimmern sind wirklich dann Whirlpools und was. Aber ist auch ganz schön. Also ich finde mein Bad jetzt nicht so geil. Mein Bart ist geil, aber nicht mein Bad. Aber das ist auch das Einzige eigentlich. Das Bad. Ja, also, ne? Die Betten gehen, das ist halt... Das sind halt die Matratzen, neu, sind irgendwie neu, ne? Eben. Aber die Matratzen, die wirken halt echt wie neu. Oder sehr stark parfümiert gewaschen, weil ich finde das immer so eklig, wenn die so Waschmittel nehmen, was so stark parfümiert ist. Muss ich nicht haben. Oh, guck mal, das ist eine alte Kirche. Wir gehen jetzt noch ein bisschen was essen. Die Straße sieht ein bisschen abenteuerlich aus und die ganzen Markierungen hier sind angesprühte Flaschen mit orangener Neonfarbe. Die Katze spielt mit den Hunden. Und sie geht voll Sonnenbrand auf der Platte. Ein bisschen. Ich habe ein bisschen Sonnenbrand auch auf der Platte bekommen. Das ist weh. Morgen wird es erst richtig wehtun. Die ganze Straße ist kaputt. Ich finde, es sieht ein bisschen verlassen aus hier. Was machst du? Kannst du dich da durchlaufen? Die Frau ist auch gerade durchgelaufen. Das ist es übrigens. Okay, da haben wir auf, glaube ich, aber.